Euro noch. Was? Also, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da, wo die Hörer sitzen. Heute Morgen haben wir die Heuchler, die hier Unidalo gedenken wollten, ohne zu der Sache zu stehen, konnten wir heute Morgen vertreiben und haben dafür gesorgt, dass sie hier Platz machen. Und jetzt hoffe ich, dass sie uns nicht alle schon versaut haben, um unsere Gedenken zu machen und das und die traditionelle Wasserreichung für die Toten zu machen. Und jetzt müssen wir leider auch noch für die Mutter, die das sonst selber gemacht hat, die ihrem Sohn Wasser auf den Weg der Toten gegeben hat, müssen wir jetzt ihr auch das Wasser reichen und hoffen, dass sie irgendwann mit Uli zusammen Frieden findet. Aber solange solche Leute wie der Seelsorger der Polizei hier rumschwirren, solche Leute wie Steckel, Marco Steckel, solche Heucheleien hier durchziehen, werden diese Toten ihre Ruhe niemals finden. Und wir haben sie zur Rede gestellt und wir wissen, dass sie das aus reinem Eigeninteresse und aus Imagekorrektur der Stadt das alles machen. Und sie waren sprachlos und sie haben sich von uns vertreiben lassen. Ja. Und sie haben sich von uns vertreiben lassen und wir haben den Platz, an dem sie Uli Diallo verbrannt haben, Mario Fichtermann totgeschlagen haben und Rose, Herr Rose, schwer verletzt haben, angekettet an der Säule in der Kantine. Das heißt, hier sind dreimal Morde passiert und nicht soll aufgeklärt werden. Und jetzt haben wir den Platz übernommen. Und ich hoffe, wir schaffen es auch, dass diese Heuchler nie wieder hier Uri Diallos Namen erwähnen.